Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks mit Mutality und heute werfen wir wieder einen Blick auf ein Modpack. Viele wissen es ja, der liebe Diglovid, dessen Modpack ich ja immer verwendet habe, macht nicht mehr weiter. Er hat aufgehört zu spielen und hat keine Zeit mehr für eben dieses Modprojekt. Aber nicht verzagen, da draußen gibt es jede Menge kundige Leute, eine riesige Community, die natürlich auch das Modpack von Diglovid geliebt hat und eben auch fortführt. Und das ist auch bei meinen internen Tests hier für 9.10 als Sieger hervorgegangen. Es ist nicht das größte Modpack, aber es ist dem von Diglovid am ähnlichsten. Und zwar rede ich hier vom Gemeinschaft Deutscher Zocker Modpack, GDZ. Und mit den Leuten arbeite ich mittlerweile zusammen, um die Erfahrung für euch und für alle geliebten Diglovid-Fans da draußen so nah wie möglich am Original zu halten. Und ihr seht es gerade schon in Aktion. In meinen zukünftigen Videos werde ich exakt dieses Modpack verwenden. Es werden einige Einstellungen anders sein, aber dazu gleich mehr. Wir schauen uns heute an, wie das Ganze in der Einstellung aussieht, wie man es installiert und wie es danach in-game aussieht. Das Modpack selbst bekommt ihr von der Seite gdz-esports.de oder einfach in meiner Videobeschreibung unter dem Video auf den Link klicken. Dann hier oben auf Navigation, Service und GDZ Modpack. Da einmal draufgeklickt und schon könnt ihr es hier runterladen. Wenn wir hier runter scrollen, sehen wir hier auch schon, was sich gerade geändert hat. Zum Beispiel hier sechster Sinn, Mutality Icon. Ja, ich bin ebenfalls mit dabei, also alles gut. Und hier unten können wir dann einfach auf Download gehen und ihr bekommt eine Datei namens GDZ Modpack 0.9. 1.0.5 bzw. 0.6 oder was auch immer, was gerade die neueste Version ist. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr diese heruntergeladene Datei doppelklickt und dann geht es schon direkt in die Installation. Ihr müsst nicht erst was entpacken wie bei Oda Mortis, sondern das Modpack ist wie gesagt sehr, sehr klein und hier können wir dann unsere Sprache auswählen. Drücken wir auf OK und hier unten haben wir nochmal gdz-esports.de. Die Macher dieses Modpacks bzw. die das Diglovid Modpack weiterführen und neu ausbauen. Hier können wir auch spenden, aber wir drücken erstmal weiter. Hier haben wir nochmal einen Changelog, weiter. Hier den Pfad eures World of Tanks Verzeichnisses angeben. Meins hat eine Zahl, eures wahrscheinlich nicht. Drauf achten. Dann weiter und schon sind wir im Auswahlmenü. Das Auswahlmenü ist sehr viel kleiner als das von Oda Mortis. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr kompaktes Modpack, aber ihr seht vielleicht schon anhand der Haken, ich habe fast alles aktiviert, deshalb sind wirklich nur die wichtigsten Sachen drin und genau das gefällt mir. Die liebe GDZ baut das gesamte Modpack noch weiter aus, es kommen immer wieder neue Mods dazu und Userwünsche und Kritik, Anregungen ist immer gern gesehen. Aber gut, fangen wir an mit den Einstellungen. Das Farbschema ist hier auf Standard und Farbenblind begrenzt. Farbenblind benutze ich persönlich nicht, auch wenn mich schon einige drum gebeten haben. Das große Problem ist, dass die gegnerischen Fahrzeuge anstatt rot lila werden. Ein tiefes, dunkles Lila. Und genau das sehe ich denn nicht mehr. Deshalb, solange das Farbschema nicht angepasst wird auf hellblau und orange, werde ich hier das Standardfarbschema beibehalten müssen. XVM ist wohl das Herzstück des Modpacks eines jeden Modpacks. XVM ist der größte Mod für einen World of Tanks Spieler, bringt unglaublich viele Features mit und ja, genau das wollen wir. Das Schöne ist, am Diglovids Modpack früher war, man konnte XVM installieren mit allen Features drumherum und die Spielerstatistiken trotzdem ausblenden. Das habe ich bei keinem anderen Modpack bisher gesehen. Aber die GDZ hat das ebenfalls bei sich nun mit drin. Vielen lieben Dank da an dieser Stelle nochmal. Und genau hier kann man das einstellen. Wenn man die Spielerstatistik aktiviert, den Haken wegnimmt, haben wir keine Statistiken mehr. Die Statistiken gibt es trotzdem noch. Das heißt, einige Programme können darauf zugreifen, können diese auslesen, aber ihr seht sie nicht mehr. Das heißt, ihr werdet nicht demotiviert, ihr werdet nicht irgendwie abgelenkt oder sonstiges durch sehr bunte Fahrzeuge. Für alle anderen da draußen, die nicht darauf verzichten wollen, Häkchen rein. Und dann haben wir hier farbige Namen im Spielerpanel oder farbige Punkte, wie ihr wollt. Ich benutze sonst, wenn denn, die farbigen Namen. Darunter befindet sich eine Option Scherenfernrohr, Tarnnetz und Werkzeugkiste automatisch ausbauen und einbauen. Bin ich persönlich kein Fan von, aber andere lieben diese Funktion.
Dann haben wir hier Zoom, eine Minimap und durch Halten der Steuerung-Taste aktivieren. Habe ich ebenfalls nicht drin, bin ich auch kein Freund von, denn es ist nicht im Original World of Tanks enthalten, dass die Minimap riesig groß wird, wenn man die Steuerung-Taste drückt. Bin ich nicht gewöhnt, mag ich nicht, denn da fehlt mir Übersicht. Dann haben wir hier das Panzerkarussell. Und hier wieder zwei Zeilen ist für mich absolute Pflicht, denn sonst geht die Übersicht flöten. Natürlich auch mit den ganzen schönen Filtern, die wir ja kennen. Dann haben wir hier das wohl beste Hitlock aller Modpacks überhaupt. Wir haben es ja bei Odo Mortis gesehen, die hatten sogar für das Hitlock, was ihr hier oben links habt, wie viel Schaden ihr selbst anrichtet, mehrere Auswahlmöglichkeiten, ich glaube drei sogar. Und alle drei waren nicht besonders hübsch. Sie waren funktional, aber teilweise sehr bunt oder mit Icons belegt oder sonstiges. Dieses ist hier wirklich extrem minimalistisch und angenehm zum Zuschauen. Das benutze ich auch, seit ich Diglovit habe, und in jedem Video ist exakt dieses Hitlock zu sehen. Da hat sich nichts geändert. Hitlock neben der Uhr, fertig. Dann haben wir hier die Lebensbalken. Da benutze ich nicht XVM, sondern Standard, kann aber trotzdem noch konfiguriert werden in-game. So, hier ist das allererste Mal, dass sich etwas ändert zum Diglovit Modpack. Und zwar benutze ich hier noch ein Kontur-Icon-Set. Das ist noch ein kleiner Bug, der wird hoffentlich bald gefixt. Deshalb habe ich mich hier für das Corolins Kontur-Icon-Set entschieden. Das ist am nächsten dran am Original. Ein Kontur-Icon-Set ist ein Set, was die Icons von den Panzern in-game ändert und noch mehr Informationen hinzufügt. Also nicht nur das Tier und die Silhouette des Panzers, sondern meistens auch noch den Namen. Und genau das ist der Knackpunkt. Wenn ihr Statistiken aktiviert, fällt nämlich der Name im Spielmenü links oder auf Tab-Taste weg. Deshalb braucht man Kontur-Icons, um den Namen wieder darzustellen. Und da empfehle ich euch, wie gesagt, Corolins ist am nächsten am Original dran. Da es derzeit noch einen kleinen Bug gibt und eben die Tiers nicht angezeigt werden bei den Standard-Silhouetten, würde ich hier noch auf Corolins setzen. Ansonsten könnt ihr das hier komplett später entfernen, wenn der Bug gefixt ist. Dann haben wir hier Clan-Icons. Ja, Top-Clans nur, Haken rein, Haken raus, wie ihr wollt. Sechster Sinn-Symbol. Da gibt es auch neben dem GDZ-Logo, die Glühbirne und so weiter, gibt es nun auch mein Mutality-Q. Symbol, das Gelbe, was wir alle mögen und lieben und in jedem meiner Videos sehen, ist hier drin. Wie gesagt, sechster Sinn funktioniert nur, wenn euer Kapitän, also der Chef der Mannschaft, euer Kommandant, den sechsten Sinn auch auf 100% hat. Sechster Sinn Ton, Metal Gear Solid, Bleep, ganz normal, aber es gibt auch Sauron, Roadrunner und Beep mit Countdown, kann ich euch aber nicht empfehlen, der Countdown geht einem irgendwann zielerisch auf die Nerven. Dann haben wir hier Fadenkreuz. Hier bin ich, also ich bin glücklich, aber alle anderen vielleicht nicht, denn wir haben hier nur Jimbos Fadenkreuz. Wir haben hier nichts anderes, kein Damokles oder sonstiges, und Damokles kam ja immer mit dem Shell Travel Timer daher. Das heißt, wenn ihr Artillerist seid und gerne wissen wollt, wie lange eure Granate bis zum Ziel braucht, seid ihr hier falsch. Jimbos Fadenkreuz hat dies nicht mit drin. Da wird aber hoffentlich demnächst irgendwann erweitert und eventuell Damokles mit eingebaut. Dann sind wir auch alle wieder happy. Aber ich bin so zufrieden, ich spiele ja selbst kaum Artillerie, deswegen brauche ich das nicht. Dann haben wir hier P-Mod. Ganz normal, Kamera und so weiter. Da haben wir jetzt hier mannigfaltige Möglichkeiten. Automatischen Login aktiviere ich nicht, denn das führt mich des Öfteren auf den falschen Server. Dann haben wir hier die genaue Anzeige des Durchschlags. Das könnt ihr aktivieren, wenn ihr euch nicht sicher seid. Dann habt ihr nämlich unter eurem Zielkreuz zwei Zahlen. Einmal euren Durchschlag und dann eine andere Zahl, wie viel Panzerung ihr seht. Und so könnt ihr quasi direkt sehen, ob ihr durchkommen würdet oder nicht. Ist für Neulinge ganz interessant. Benachrichtigung für dynamische Züge ausblenden. Ja, braucht keine Sau. Haken rein. Dann haben wir Zoom. Zoom haben wir jetzt hier weiter heraus zum Aktivieren. Beim Odo Mortis Modpack konnte man jetzt hier mehrere Sachen auswählen. Hier gibt es nur eine Standardsache und die reicht vollkommen. Dann haben wir zusätzliche Zoom-Stufen für Richtschützenmodus. Das heißt, ihr könnt sehr viel näher heranzoomen. Das ist auch Standard. Hier empfehle ich euch die 6 Zoom-Stufen. Das reicht vollkommen. 48 braucht keine Sau und ist wie gesagt auf einigen Servern verboten. Deshalb nehmt die 5 oder 6 Zoom-Stufen, wie viele ihr halt haben wollt, und installiert diese. Schwarze Schatten im Richtschützenmodus deaktivieren, unbedingt aktivieren, denn es gibt euch Übersicht.
Dann gibt es auch einige Spieler da draußen, die zum Beispiel den Richtschützenmodus nicht mit der Maus, mit dem Mausrad aktivieren wollen, sondern nur mit der Shift-Taste. Hier Haken rein. Das hat auch nicht jedes Modpack. Oder Mortis und GDZ sind, glaube ich, die einzigen. Hier unten haben wir noch eine Funktion, extra Server-Fadenkreuz, ist klar, schaltet ein zweites Fadenkreuz hinzu, könnt ihr reinsetzen, wenn ihr Fan davon seid. Und wir haben hier eine feste Start-Zoom-Stufe im Richtschützenmodus, das ging bei Ode Mortis zum Beispiel nicht. Also es ging auch, aber dafür musste man dann auf andere Dinge verzichten. Hier ist es drin, ich habe immer zweifach, Haken rein, wunderbar und man weiß immer, wo man ist. Dann hier Kamera, freie Kameras und Replays ist für mich als YouTuber essentiell. Damit mache ich nämlich die Bildchen für meine Videos. Also vielen Dank nochmal fürs Hinzufügen an die GDZ. Dann haben wir hier automatische Handbremse für Jagdpanzer deaktivieren. Ja, mache ich selbst. Das ist übrigens die Taste X. Ansonsten Lock für eingehenden Schaden auf jeden Fall aktivieren. Das ist mit eins der wichtigsten Sachen in einem Modpack. Das gibt euch hier unten links neben dem Schadensanzeiger von eurem Panzer ein Lock für den Schaden, was ihr gerade so abkriegt. Finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Dann haben wir hier ein Infopanel mit Informationen zum aktuellen Ziel. Gab es im Ode Mortis Modpack auch. Das heißt, wenn ihr hier den Haken reinsetzt und mit der Maus auf einen Gegner oder eigenen geht, dann seht ihr komplett, wie viel Panzerung, wie schwer er ist und so weiter und so fort. Für Neulinge sehr wichtig, aber Achtung, das kostet FPS. Leider kann man hier anstatt im Ode Mortis Modpack nicht auswählen, ob es nur für die eigenen oder auch nur für die Gegner zählen soll. Garagenmods. Da haben wir jetzt hier die Sitzungsstatistik. Die habe ich angemacht, finde ich immer ganz interessant, wie der Tag so verlief. Entweder man geht danach weinen oder man freut sich seines Sieges. Dann haben wir hier Gefechtsmods. Jetzt wird es wieder interessant. Wir haben hier den Damage-Indikator. Das ist, wenn ihr beschossen wurdet, kommt ein roter oder gelber Pfeil, je nachdem, ob er getroffen hat oder nicht, dann angezeigt und der ist ziemlich präzise. Deswegen würde ich auf jeden Fall anmachen. Und dann haben wir hier eine größere Munitionsanzeige. Habe ich euch im Ode Mortis Modpack schon gezeigt. Dadurch werden die Zahlen auf der Munition etwas größer. Finde ich sehr, sehr angenehm zu lesen. Dann haben wir hier verbleibende Lebenspunkte der Teams anzeigen. Das ist bei dem GDZ Modpack hier sehr, sehr schön gemacht. Da haben wir oben zwei Balken mit verschiedenen Farben und diese werden dann immer kleiner, je nachdem wie viele Fahrzeuge dann schon geschrottet werden. Außerdem gibt es eine Anzeige für High Caliber, wie viel Schaden ihr dann machen müsst, um diese Auszeichnung zu kriegen. So, dann haben wir gelbe Streifen an den Seiten halbhoher Waggons für Ensk, absolut wichtig, um nicht irgendwo gegen zu rauschen, auf jeden Fall aktivieren. Und Sicht aus der Geschossflugbahn für Artillerie, wie gesagt, der alternative Artillerie-Sichtmodus auf jeden Fall aktivieren, wenn ihr denn Artillerie fahrt, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, Wargaming überlegt gerade, ob sie das nicht zum Standard machen. Erweitert das Radialmenü, persönlich brauche ich nicht. Könnt ihr machen, dann habt ihr mehr Auswahlmöglichkeiten wie bitte geh doch beiseite oder du bist total doof und lass mich mal vorbei. So, dann haben wir hier Beschuss von Artillerie, Alliierten und toten Panzern verhindern. Absolutes Pflichtfeld, hier auf jeden Fall den Haken rein, denn ihr, wenn ihr in einem Autoloader sitzt und kurz bevor ihr schießt, der gegnerische Panzer in Flammen aufgeht und nicht mehr da ist, dann habt ihr keinen Schuss verbraten, denn der Schuss wird nicht gelöst. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ein Alliierter direkt vor eurer Nase rumtanzt. Dann haben wir hier Spot-Benachrichtigungen im Zufallsgefecht deaktiviert. Das heißt, im Clan War oder in ähnlichen Sachen habt ihr denn die Möglichkeit quasi, ohne dass ihr was machen müsst, dem Kommandanten zu sagen, dass ihr offen seid. Sehr, sehr schön. Aufgedeckte Ziele markieren. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, deswegen hier immer ein Häkchen rein und dann haben wir Fokusfeuer Richtungsanzeige. Das braucht man nicht unbedingt, das gibt einen kleinen Pfeil, je nachdem, wenn einer ein Ziel vorgibt und ihr gerade nicht in diese Richtung guckt. Verbessertes automatisches Zielen ist auch mit, finde ich, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, denn ihr nehmt das Ziel, was am nächsten an eurem Zielkreuz ist, als automatisches Ziel. Ihr müsst also nicht pixelgenau zielen und es funktioniert auch für Ziele hinter Wänden. Teamspeak-Anzeige in den Spielerpanels braucht man nicht unbedingt. Dort habt ihr dann eine Anzeige, wer gerade spricht, wenn diese denn genauso heißen wie in-game. Alternative Texturen für die Kartengrenzen mögen einige Spieler sehr, denn die Kartengrenzen sind doch oftmals sehr, sehr unsichtbar. Dann haben wir hier noch einen Soundmod, den Gnome Phasers Engine und
den Gun-Sound von, ich weiß nicht, was es ist. Habe ich noch nicht benutzt, denn diese klingen zwar am Anfang wirklich sehr, sehr gut, aber diese verbrauchen auch sehr viel mehr Ressourcen und können, wie gesagt, World of Tanks sehr instabil machen. Können, müssen nicht. Gut, damit sind wir eigentlich durch. Das war's schon. Das Modpack ist, wie gesagt, sehr, sehr klein. Wir haben hier keine anderen Hangars oder sowas oder was halt oder Mortis noch mit sich bringt. Es ist wirklich das minimalistischste Interface überhaupt, aber mir gefällt es. Und genau deswegen benutzen wir es. Wir drücken auf Weiter und ich mache eine saubere Installation, denn ich brauche sonst nichts. Ich habe alles, was ich brauche und drücken auf Weiter. Ganz wichtig, XVM-Webseite öffnen, um die Statistiken für deinen Account zu aktivieren. Hier Häkchen rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das machen wir gleich mal zusammen und wir installieren mal. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Und wenn das dann installiert ist, dann öffnet sich eine XVM-Seite und dann könnt ihr eure Statistiken direkt da anzeigen. So, da sind wir auch schon. Diese Seite hier ist die XVM-Seite modxvm.com oder XVM bei Google eingeben, die erste Seite ist es. Hier auf Deutsch hat der nicht funktioniert, deswegen auf Englisch stellen und dann habt ihr hier einen Button, den muss man einmal pro Woche ungefähr drücken. Hier steht normalerweise Activate Statistics. Da müsst ihr drauf drücken. Wenn ihr diesen Button nicht habt, müsst ihr euch einloggen. Das zeige ich euch mal, indem ihr hier auf Sign In drückt, Europa. Und dann loggt ihr euch entweder automatisch ein oder ihr müsst den Login von eurem World of Tanks Account eingeben. Das ist die API von Wargaming, keine Sorge. Hier wird nichts ausgelesen, euer Passwort ist sicher. Dann auf Englisch drücken. Man muss es halt auch treffen. Und schon haben wir hier etwas Lesbares. Dann drücken wir hier auf Activate Statistik. Das habe ich aber schon gemacht. Ich muss es erst wieder in 3 Tagen und 7 Stunden machen. Und hier bei Settings können wir einstellen, welche Statistiken wir dann sehen wollen. Das dämliche Wargaming Rating, WN8, WN6, Effizient oder XTE. Was auch immer XTE ist. Dann Player Stats in der Schlacht und Company Screen. Kann man hier aktivieren und dann habt ihr euer ganz normales XVM, so wie es viele Leute haben wollen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze doch mal in-game an. Und da sind wir auch schon mitten im Spiel. Ich habe jetzt hier die neueste Beta-Version von der neuesten Version drauf. Diese kommt dann demnächst auch für alle zum Download auf die Webseite. Da wurden schon einige Fehler behoben. Unter anderem habe ich jetzt hier kein Kontur-Icon-Mod mehr drauf. Aber dazu gleich mehr. Zuallererst mal, wir haben hier oben eine rote Linie. Das ist die Renderbereich-Linie. Die verlassen wir jetzt gleich, weil die Karte so klein ist. Dahinter wird nichts mehr gezeigt und kann nichts mehr beschossen werden. Die anderen beiden Linien hier sind die maximale Sichtweite und die Sichtweite unseres Panzers. So, ansonsten warten wir mal kurz auf die liebliche Tigerin. Die hat sich nämlich mit ihrem E100 rosa wieder bereit erklärt, um uns hier ein bisschen was zu zeigen. Aus dem Community Mu-Clan. Ja, das allererste, was auffällt, wenn wir mit der Maus draufgehen, ich habe es jetzt einfach mal installiert, damit ihr auch mal seht, was es ist. Es ist das Infopanel. Wenn wir hier mit der Maus auf einen Gegner gehen, haben wir hier rechts eine kleine Anzeige, die uns mit allen möglichen Informationen versorgt. Wie stark die Panzerung und so weiter ist, wie groß der Schaden ist von ihrer Kanone, beziehungsweise wie viel Durchschnittspen sie hat. Ja, das ist auch so viel interessant. Für RAM-Angriffe steht hier zum Beispiel rot, sollte man nicht versuchen, ich bin nämlich sehr viel leichter. Ansonsten haben wir hier oben keinerlei Statistiken, das sehen wir hier gerade, die Namen sind weiß. Und wenn ich jetzt mal Tab drücke, dann sehen wir auch hier keinerlei Statistiken. Sehr, sehr angenehm. Ja, das bietet auch nur dieses Modpack von der GDZ. Und wir haben hier ganz oben, das habe ich jetzt ebenfalls mal installiert, weil ich es ganz hübsch finde, die HP-Anzeige beider Teams. Im Moment sind es 2500 auf meiner Seite, 2700 auf ihrer Seite. Wir haben hier die verbliebenen Trefferpunkte für alle Teammitglieder, wenn ich die Alt-Taste drücke. Und ja, schieß mich mal. Schieß mal auf mich, mach mal Schaden. Ja. Da sehen wir es unten links. 526, liebliche Tigerin mit AP. Wenn ich die Alt-Taste loslasse, dann steht da auch, welcher Panzer es ist und wann sie nachgeladen hat. Also das hier ist mit Abstand das angenehmste Hitlock überhaupt. Und wenn wir jetzt selber mal Schaden machen, dann
sehen wir das oben links. Ja, oder auch nicht. Weil ich halt zu blöd zum Schießen bin. Gut. Ansonsten haben wir natürlich noch die Kuh des Todes. Jetzt macht es uns aber einfach. Ja, ich habe EHI geladen. Muss noch kurz nachladen, 5 Sekunden. Dann sehen wir das auch, was passiert, wenn wir dann auch mal Schaden machen. 313. Oben links zu sehen, wenn ich nicht spreche. Ja, das ist leider das Problem. Ich benutze Alt als Push-to-Talk-Taste. So, jetzt haue ich mal kurz ab. Und dann sehen wir noch mal kurz die Kuh des Todes. Diese funktioniert natürlich nur, wenn euer Kommandant 100% ist und den Skill 6. Sinn ebenfalls auf 100% hat. Ansonsten seht ihr die Kuh nicht und habt auch keinen Ton. So, da ist sie zu, wir sind zu. Und jetzt fahren wir hier mal rum. Und dann müssten wir jetzt, da ist er, die Kuh des Todes sehen mit Ton. Sehr schön. Ja, das war's eigentlich. Alles Wichtige, wie gesagt, ist in diesem Modpack enthalten. Ich kann es euch nur empfehlen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal dort bei der GDZ eure Grüße da. Und ja, falls euch was fehlt, könnt ihr das ebenfalls direkt unter dem Download eintragen in das Forum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss.